Heute in der Kingsbury Hall haben wir ein kleines Publikum, das sozial distanziert hier sitzt, und wir haben besondere Vorkehrungen gegen die Pandemie getroffen. Alle müssen Masken tragen und die Kandidaten werden 4 Meter voneinander entfernt sitzen. Das Publikum ist begeistert von den Kandidaten, wird diese Begeisterung aber nur zweimal ausdrücken, am Ende der Debatte und jetzt, wenn ich die Kandidaten vorstelle. Bitte begrüßen wir gemeinsam Kamala Harris und Vizepräsident Mike Pence. Thank you. Senatorin Harris und Vizepräsident Pence, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Präsident Trump und die First Lady werden in Washington noch immer behandelt, nachdem sie positiv auf Covid getestet wurden. Wir senden Ihnen unsere Gebete, damit Sie sich schnell erholen und auch alle anderen sich schnell erholen, die an Corona erkrankt sind. Die beiden Kampagnenleitungen haben den Regeln zugestimmt, die heute hier vereinbart wurden. Und ich werde sie im Namen der Millionen Amerikaner, die zusehen, heute hier durchsetzen. Niemand in der Kommission oder irgendwo anders wurde im Vorhinein über die Fragen informiert. Diese 90-Minuten-Debatte wird in 9 Abschnitte eingeteilt mit je 10 Minuten. Ich werde den Abschnitt schließen, indem ich entweder eine neue Frage stelle oder die alte Frage nochmal wiederhole. Sie werden dann 10 Minuten ununterbrochene Redezeit haben. Dann werden wir 6 Minuten über die Frage debattieren. Natürlich gibt es immer mehr zu sagen, aber wir werden an diesem Punkt dann zum nächsten Thema übergehen. Wir wollen eine lebendige Debatte, aber die Amerikaner und Amerikanerinnen verdienen auch eine zivilisierte Debatte. Es sind turbulente Zeiten, aber wir können und werden eine respektvolle Debatte über die ganz großen Themen dieser Nation führen. Beginnen wir mit der Pandemie, die so hohe Kosten für unser Land verursacht hat. Senatorin Harris, die Corona-Epidemie ist nicht unter Kontrolle. 39 Staaten haben laut Johns Hopkins mehr Fälle in den letzten 7 Tagen gehabt als in der Woche zuvor. 9 Staaten haben neue Rekorde gehabt. Auch wenn es bald einen Impfstoff gibt, wird die nächste Regierung vor sehr schweren Entscheidungen stehen. Was wird die Biden-Regierung anders tun als die Trump-Regierung? Werden sie neue Lockdowns für Unternehmen und Schulen verkünden? Wird es eine föderale Anweisung zum Tragen von Masken geben? 2 Minuten ohne Pause. Danke, Susan. Nun, das amerikanische Volk hat erlebt, was das größte Scheitern einer Regierung in der amerikanischen Geschichte sein kann. Und hier sind die Fakten. 210.000 Tote in den letzten Monaten, mehr als 7 Millionen Menschen, die an der Krankheit erkrankt sind, 205.000 Unternehmer, die schließen mussten, Mitarbeiter an der vordersten Front, die wie Opfer behandelt wurden und die sich hier für den Kampf gegen die Krankheit opfern mussten, hohe Arbeitslosenzahlen und so weiter. Am 28. Januar wurden der Präsident und der Vizepräsident über diese Pandemie informiert. Sie wussten, dass sie letale Konsequenzen haben kann, dass sie über die Luft übertragen wird, dass auch junge Menschen davon betroffen sind und dass diese Pandemie weitergetragen wird über die Luft. Sie wussten genau, was passieren würde. Und sie haben es ihnen nicht gesagt. Stellen Sie sich doch nur mal vor, wenn Sie es schon am 28. Januar gewusst hätten, statt am 13. März, was an Vorbereitungen getroffen werden hätte können. Sie wussten es und sie haben es einfach verdeckt. Sie haben es heruntergespielt. Das heißt also, der Präsident hat einerseits gewusst, was die Folgen sind, und andererseits hat er gesagt, tragt keine Masken. Und die Regierung hat noch immer keinen Plan.
Joe Biden hat diesen Plan. Wir brauchen eine nationale Strategie für Testen, für das Nachverfolgen, eine Teststrategie für den Impfstoff. Wir müssen dafür sorgen, dass der Impfstoff für alle gratis sein wird. Das ist mein Plan. Das ist der Plan von Joe Biden. Wir müssen die Lage unter Kontrolle bekommen. Wir müssen unser Land retten. Und Joe Biden ist der beste Führer dieses Landes, der dies tun kann. Und er, danke, Senatorin Harris. Vizepräsident Pence, mehr als 210.000 Amerikaner sind an Covid seit Februar gestorben. Unser prozentueller Anteil an den Todesraten ist höher als in nahezu jedem anderen zivilisierten Land, 2,5 Mal so hoch wie in Kanada. Sie leiten die Taskforce der Regierung zu Corona, zum Coronavirus. Warum ist die Sterberate in den USA viel höher als nahezu in jedem anderen wohlhabenden Land? Ja, danke, schönen Susan. Ich möchte mich bei der Kommission bedanken und auch bei der University of Utah. Danke für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Senatorin Harris, ich nehme sehr gern an der Debatte mit Ihnen teil. Ja, unser Land steht natürlich vor riesigen Herausforderungen in diesem Jahr, das ist klar. Aber das amerikanische Volk sollte das Folgende wissen. Vom Tag 1 an hat Präsident Trump die Gesundheit an die erste Stelle gerückt. Davor gab es 5 Fälle in den USA. Menschen, die aus China zurückgekehrt waren. Präsident Trump hat das gemacht, was kein Präsident zuvor jemals getan hat. Er hat die Reisetätigkeit aus China eingestellt, der zweitgrößten Volkswirtschaft weltweit. Senator Joe Biden war gegen diese Entscheidung von Präsident Trump, meinte, dass das hysterisch war und gegen das chinesische Volk gerichtet. Aber ich stehe an der Spitze der Taskforce zum Coronavirus. Und diese Entscheidung war sehr wichtig, weil wir dann auf nationaler Ebene riesige Mobilisierungskampagne gestartet haben, die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende Amerikaner wurden dadurch gerettet. Wir haben sozusagen getestet, 115 Millionen Tests. Und wir haben festgestellt, dass da Milliarden Medizingüter und das Volk gebracht wurden, damit Ärzte und das Krankenpersonal, das Pflegepersonal therapeutische Ansätze wählen konnte, um Menschen zu retten. Und wir glauben, dass wir unter der Leitung von Präsident Trump schon bald Millionen Impfdosen haben werden vor Ende des Jahres. Man sehe sich den Biden-Plan an. Das liest sich recht gut, aber das, was der Präsident und die Taskforce gemacht haben, ist viel, viel fundierter. Wenn ich mir den Plan ansehe, erkenne ich, dass es da um die Testungen geht, es geht um Schutzausrüstung, um die Entwicklung eines Impfstoffs und so weiter. Das sieht eigentlich so aus, als hätte man das bei uns abgekupfert. Die Amerikaner wissen aber, wer es wirklich ernst meint mit dem amerikanischen Volk. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir sehr stolz sein können auf die Opfer, die wir gebracht haben, weil dadurch natürlich viele Menschenleben gerettet werden konnten. Senatorin Harris, bitte. Ja, ich möchte reagieren. Egal, was der Vizepräsident behauptet hat, was geleistet wurde, es hat ebenfalls nicht funktioniert, wenn man sich an die 210.000 Toten erinnert. Das sind Amerikaner und Amerikanerinnen, die gestorben sind, um die ihre Familien trauerten. Der Vizepräsident ist doch der Leiter der Taskforce. Er wusste bereits am 28. Januar, wie ernst die Lage war. Denken Sie nur an Bob Woodward. Dank Bob Woodward, wir erfahren, dass dies bereits bekannt war. Und als das dann aufgedeckt wurde, hieß es, der Präsident wollte, dass die Menschen ruhig bleiben. Herr Vizepräsident, ich bin noch immer am Wort. Wir werden dann dem Vizepräsidenten wieder das Wort erteilen. Ich möchte das amerikanische Volk fragen, wie ruhig waren Sie, als Sie nicht wussten, wo Sie Ihre nächste Rolle Klopapier herbekommen sollten? Wie ruhig waren Sie, als Ihre Kinder Ihre Eltern nicht mehr sehen durften? Vizepräsident Pence, eine Minute. An jedem einzelnen Tag habe ich an die Familien gedacht, die Opfer zu beklagen hatten. Und wir werden immer sie in unsere Gebete einschließen. Aber was haben denn Amerikaner in den letzten 8 Monaten gemacht? Das, was wir auf die Beine gestellt haben, funktioniert, weil viele, viele Amerikaner viele Opfer gebracht haben. Die Realität ist eine ganz andere als die, die Senatorin Harris skizziert hat. Was Fauci
dem Präsidenten gesagt hat, hat Trump dann auch dem amerikanischen Volk gesagt. Präsident Trump meinte immer hoffnungsvoll und voller Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Dr. Fauci und die Medizinexperten haben in der zweiten Märzwoche zu uns das Folgende gesagt. Wenn der Präsident nicht diesen Schritt gesetzt hätte, wenn er nicht etwa 50% der amerikanischen Volkswirtschaft hinuntergefahren hätte, dann würden 2 Millionen Amerikaner ihr Leben verlieren. Das heißt, es wurde das Richtige gemacht. 200.000 Todesfälle sind zu beklagen. Auch ein Menschenleben ist schon ein Menschenleben zu viel. Aber ich glaube, dass die Amerikaner hier wirklich viele, viele Opfer gebracht haben. Das muss man anerkennen. Die Gesundheit stand an der ersten Stelle. Auch die Ärzte und das Pflegepersonal brachte sich da unglaublich ein. Ich erkläre mich solidarisch mit den Amerikanern. Vizepräsident Pence, Sie waren im Rose Garden vor 12 Tagen, wo offenbar Superspreader dabei waren. Es gab keinen Abstand, es gab wenige Masken und jetzt gibt es einen Cluster im Weißen Haus. Wie können Sie von den Amerikanern erwarten, dass sie die Sicherheitsregeln der Regierung einhalten, wenn Sie selbst im Weißen Haus dies nicht tun? Nun, das amerikanische Volk bewies in den letzten 8 Monaten, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Auch die Gesundheit von Menschen, die sie gar nicht kennen. Präsident Trump und ich sind zuversichtlich. Wir glauben an das amerikanische Volk und an die Fähigkeit der Amerikaner, mit diesen Informationen das Richtige zu machen, um es in die Praxis umzusetzen. Auf dem Höhepunkt der Epidemie oder der Pandemie, als viele, viele Menschen pro Tag starben, 2500 zum Beispiel, haben wir Ressourcen investiert in New Jersey, New Orleans und in anderen Bundesstaaten. Und Amerikaner haben überall viele Opfer gebracht. Im Sunbelt zum Beispiel gab es dann viele Cluster im Sommer. Und auch da brachten sich die Amerikaner ein. Der Präsident engagiert sich weiterhin. Auch im obersten Gerichtshof der USA ist das der Fall. Der Präsident hat Richterin Barrett nominiert. Und jetzt zum Event im Rose Garden. Da gab es natürlich viele, viele Spekulationen. Karen, meine Frau und ich waren dort und viele andere Teilnehmer wurden getestet auf das Coronavirus. Es fand diese Veranstaltung im Freien statt, also offenbar keine Gefahren. Präsident Trump und ich glauben an das amerikanische Volk, um Entscheidungen zu treffen, die eben ihrer Gesundheit zuträglich sind. Joe Biden und Kamala Harris sprechen immer wieder über Mandate, nicht nur Mandate in Bezug auf das Coronavirus, sondern meinen, dass sich die Regierung um das Gesundheitssystem kümmern sollte. Wir sind für die Freiheit. Man muss die Freiheit der Sprechen Amerikaner Sprechen wir vom Respekt für das amerikanische Volk. Respekt zeigt man, indem man die Wahrheit sagt. Respekt zeigt man, indem man mutig von den Dingen spricht, die sie vielleicht gar nicht hören wollen, die sie aber hören müssen, um sich selbst zu schützen. Diese Regierung ist auf ihren Informationen gesessen. Wenn Sie Eltern haben und wenn Sie dann sich anstellen müssen um Lebensmittel, weil diese Regierung unfähig ist, weil diese Regierung nicht bereit war, dem amerikanischen Volk die Wahrheit zu sagen. Sprechen wir jetzt doch einmal davon, wie man sich um das amerikanische Volk sorgt. Dieses amerikanische Volk litt unter der Inkompetenz. Wir fordern zu viel vom amerikanischen Volk. Sie haben nicht die Informationen bekommen, die sie gebraucht hätten, um sich selbst zu schützen und ihre Eltern zu schützen. Senatorin Harris, Kamala, Senatorin Harris, verzeihen. Nun, um in einen Normalzustand zurückzugelangen, sagen Dr. Fauci und andere Experten, dass wir eine Impfung brauchen. Aber die Hälfte der Amerikaner sagt jetzt, dass sie eine Impfung gar nicht annehmen würden. Wenn die Trump-Regierung einen Impfstoff genehmigt vor oder nach den Wahlen, sollten die Amerikaner diese Impfung bekommen? Würden sie sie bekommen? Ja, wenn Dr. Fauci, wenn die Gesundheitsexperten, die Ärzte uns sagen, dass wir die Impfung bekommen sollten, dann würde ich die Erste sein. Aber wenn Donald Trump das sagt, dass es in Ordnung ist, würde ich es nicht machen. Herr Vizepräsident Pence, es gab viele Folgen dieser Epidemie. Die Diagnose von Corona beim Präsidenten selbst bestätigt die Bedeutung Ihres Amtes und des Amtes, das Sie anstreben. Das ist das zweite Thema, die Rolle des Vizepräsidenten, die Aufgabe. Einer von Ihnen wird Geschichte schreiben. Sie werden dann Vizepräsident sein des ältesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte.
könnte Donald Trump mit 74 Jahre sein am Angelobungstag und Joe Biden wird 78 sein. Auch das verschärft die Sorgen in Bezug auf die Hospitalisierung von Präsident Trump. Nun, hatten Sie schon ein Gespräch mit Präsident Trump, Vizepräsident Pence, über Garantien dafür, dass die Regierung gewährleistet ist im Falle der Erkrankung des Präsidenten? Danke, Susan, für diese Frage. Ich möchte aber noch kurz etwas anderes ansprechen, was wir zuvor anschnitten. Die Realität ist, dass wir einen Impfstoff entwickeln werden, und zwar innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, innerhalb von weniger als einem Jahr. Es gibt 5 Unternehmen, die bereits Phase 3 klinische Versuche durchführen. Dutzende Millionen Dosen werden derzeit erzeugt, jetzt schon. Also die Tatsache, dass Sie weiterhin das öffentliche Vertrauen in diesen Impfstoff aus ist inakzeptabel. Es wird ein Impfstoff auf den Markt gebracht werden, während der Regierung Trump. Frau Senatorin, bitte instrumentalisieren Sie nicht das Leben von Menschen. Das Leben von Menschen sollte nicht zum politischen Spielball werden. Vor Jahresfrist wird es einen Impfstoff geben. Und dann können wir unzählige Menschenleben retten, dank dieses Impfstoffes. Sie höhlen das Ganze aus. Sie torpedieren das Vertrauen in diesen Impfstoff. Das ist, wie gesagt, inakzeptabel. Und noch etwas anderes. Was ist die Realität? Sie sprechen hier über das Versagen der aktuellen Regierung. Wir wissen, was Versagen in Bezug auf eine Pandemie bedeutet. 2009 zum Beispiel brach die Schweinegrippe aus in den USA. Dankenswerterweise war diese Pandemie nicht so tödlich wie das Coronavirus, aber vor Ende des Jahres, als Joe Biden Vizepräsident der USA war, war es nicht so, dass 7,5 Millionen Amerikaner sich infizierten mit der Schweinegrippe, sondern 60 Millionen Amerikaner, sage und schreibe. Wenn die Schweinegrippe ebenso tödlich gewesen wäre wie das Coronavirus, dann hätten wir jetzt schon 2 Millionen Menschen beklagt müssen. Und es war einfach nur Glück, meinte der ehemalige Stabschef, dass sozusagen alles Mögliche falsch gemacht wurde, aber trotzdem konnte man sich dann sozusagen über das hinwegsetzen. Gut, wir haben unsere Lehre daraus gezogen. Und ich denke, die Amerikaner können stolz sein auf unsere Leistung. Frau Senatorin, bitte hüllen Sie das Vertrauen nicht aus. Senatorin Harris, ich darf Ihnen dieselbe Frage stellen, die ich soeben Vizepräsident Pence gestellt habe. Hatten Sie schon ein Gespräch oder haben Sie eine Vereinbarung mit Herrn Biden geschlossen in Bezug auf Maßnahmen im Falle der Unfähigkeit des Präsidenten, sein Amt auszuüben? Und wenn Sie die Wahlen gewinnen werden, sollten Sie das dann tun? 2 Minuten. Nun, ich möchte Ihnen gleich sagen, dass an dem Tag, an dem ich den Anruf von Joe Biden erhalten habe, indem er mich darum gebeten hatte, seine Vizepräsidentschaftskandidatin zu sein, das war der denkwürdigste Tag meines Lebens. Ich dachte an meine Mutter, die mit 19 in die USA gekommen ist und mich mit 25 Jahren im Kaiser Hospital in Kalifornien geboren hat. Niemand hätte gedacht, dass ich jetzt hier sitzen würde. Und ich glaube, sie wäre sehr stolz auf mich. Sie sieht mich wahrscheinlich im jetzigen Augenblick. Joe und ich wurden sehr ähnlich erzogen, harte Arbeit. Wir wurden erzogen im Bewusstsein der Menschenwürde und der Bedeutung des öffentlichen Dienstes. Joe Biden hat mich darum gebeten, seine Kandidatin zu sein, weil ich als erste Frau Generalstaatsanwältin wurde in San Francisco. Ich habe Reformen der Justiz durchgesetzt. Ich wurde als erste Frau, als erste farbige und schwarze Frau in den Senat gewählt. Ich habe das zweitgrößte Justizministerium geleitet in den USA nach dem Nationalen Justizministerium. Ich habe dort gegen die großen Banken gekämpft, die hier profitierten von den kleinen Wohnungs- und Hausbesitzern. Ich bin hier im Geheimdienstausschuss des Senates. Ich bekomme regelmäßig geheime Informationen über Bedrohungen unserer Nation. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, habe unsere Soldaten getroffen in Kriegsgebieten. Und ich glaube, Joe hat mich gebeten, seine Kandidatin zu sein, weil er weiß, dass wir gemeinsam einen Zweck dienen wollen.
nämlich das amerikanische Volk wieder an seinen richtigen Platz zu bringen, nach 4 Jahren der Misswirtschaft. Dankeschön. Nun, es gibt eigentlich keine detaillierten Gesundheitsinformationen, beziehungsweise gab es die in der Vergangenheit nicht. Und es gibt auch irreführende Antworten auf den Gesundheitszustand von Präsident Trump. Meine Frage an Sie jetzt. Ist das nicht eine Information, die die Wähler bekommen sollten, Vizepräsident Pence? Wie sieht es mit dem Gesundheitszustand des Präsidenten aus? Dankeschön, Susan, für diese Frage. Im Namen des Präsidenten und der First Lady möchte ich festhalten, dass diese Solidarität und diese Gebete, die für uns gesprochen wurden, dass uns das sehr berührt hat. Viele, viele Amerikaner haben hier Sorge geäußert und machen sich natürlich auch Sorgen um das Coronavirus. Präsident Trump wurde im Walter Reed Krankenhaus behandelt. Die Pflege, die er erfahren hat, die Behandlung war natürlich außergewöhnlich. Und alle Amerikaner sollten wissen, wie es um den Gesundheitszustand des Präsidenten steht. Und wir werden auch in Zukunft Informationen natürlich übermitteln. Wie gesagt, diese Unterstützung vieler Amerikaner hat mich sehr berührt. Herzlichen Dank, Frau Senatorin, und herzlichen Dank an die Adresse von Joe Biden für die Genesungswünsche. Und ich beglückwünsche Sie auch zu Ihrer historischen Nominierung. Ich habe Sie, als Sie nominiert wurden, angerufen. Vor 4 Jahren dachte ich auch nicht, dass ich hier sitzen würde. Ich kenne also das Gefühl sehr gut. Die Realität ist aber, dass wir hier vor einem wichtigen Wahlgang stehen. Und ich glaube, da steht jetzt in Bezug auf diese Wahlen sehr viel auf dem Spiel. Ich möchte auch Senatorin Harris die Möglichkeit geben, auf dieselbe Frage zu antworten. Nämlich, haben die Wähler nicht ein Recht darauf, detaillierte Informationen über den Gesundheitszustand von Präsidentschaftskandidaten zu erhalten, vor allem vom Präsidenten? Ganz genau. Und deshalb war Joe Biden sehr transparent, ganz im Gegenteil zu dem, was der Präsident getan hat, was die Offenlegung seines Gesundheitszustandes betrifft, aber auch seiner Steuern. Wir wissen jetzt aufgrund von Investigativjournalisten, dass Donald Trump $750 an Steuern bezahlt hat. Als ich das zum ersten Mal hörte, war meine Reaktion, das müssen wohl $750,000 sein, aber nein, es waren 750. Wir wissen jetzt, dass Donald Trump verschuldet ist, und zwar in Höhe von $400 Millionen. Und Schulden, das bedeutet, man schuldet jemandem etwas. Und es wäre jetzt doch gut zu wissen, wem der Präsident, der Oberkommandant der Streitkräfte, diese Geldbeträge schuldet. Denn das amerikanische Volk hat ein Recht darauf zu wissen, wer seine Entscheidungen beeinflusst. Entscheidet er nach dem Wohle der Bevölkerung oder nach dem eigenen Interesse? Und deshalb bin ich für transparent, aber bei allen. Joe war unglaublich transparent über viele Jahre hinweg. Eines wissen wir über Joe. Er legt alles offen, er ist ehrlich, er sagt, wie die Dinge stehen. Und Donald Trump hat alles verhüllt. Bitte. Herr Vizepräsident, kurze Antwort. Nun, Joe Biden war 47 Jahre lang bereits Politiker, aber ich weiß, dass die Amerikaner wissen, dass der amerikanische Präsident Unternehmer war, der Dutzende Millionen Steuern gezahlt hat, also Immobiliensteuern zum Beispiel. Der Präsident meinte, dass die Informationen, die da veröffentlicht wurden, nicht präzise sind. Er hat das immer offengelegt, was er an Steuern zu zahlen hatte und zu zahlen hat. Joe Biden allerdings ist bereits seit 47 Jahren im öffentlichen Dienst tätig und Präsident Trump hat einen ganz anderen Hintergrund. Er ist Unternehmer, tritt dafür ein, dass es eine Deregulierung gibt, er tritt ein für den freien Handel. Ganz anders als Joe Biden und Kamala Harris. Das ist ein guter Übergang zu unserem dritten Thema. Da geht es um die Wirtschaft. Das ist ein weiterer Aspekt des Lebens, der für die Amerikaner stark beeinträchtigt ist.
Es gibt eine Krise der Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit, die im September auf 7,9% gesunken war, und das noch vor den jüngsten Entlassungen bei den Fluglinien Disney und so weiter. Hunderttausende von entmutigten Arbeitern suchen gar nicht mehr Arbeit. 11 Millionen Arbeitsplätze, die es noch zu Beginn des Jahres gab, sind verschwunden. Schwarze, Latinos und andere Gruppen sind am stärksten beeinträchtigt. Senatorin Harris, Sie würden die Steuern um $3 Billionen anheben für besonders Wohlhabende und für Unternehmen. Einige Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, dass daraus wenig Arbeitsplätze entstehen würden. Ist es so, dass die Anhebung der Steuern hier die Arbeitsplätze gefährden würden? 2 Minuten. Nun, zum Thema Wirtschaft. Ich glaube, es kann gar keine größeren Unterschiede zwischen Donald Trump und Joe Biden geben als in diesem Gebiet. Joe Biden hat besonders die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft hervorgehoben. Andererseits gibt es Donald Trump, der die Stärke der Wirtschaft daran misst, wie es den Reichen geht. Und deshalb hat er ja eine Steuer verabschiedet, von der insbesondere die reichsten Amerikaner profitieren und die reichsten Unternehmer. Und das führte auch zum unglaublichen Defizit. Joe Biden wird dann diese Steuer aufheben am ersten Tag. Und was daran an Geld bleibt, wird in die amerikanischen Bürger investiert. Infrastruktur beispielsweise. Joe Biden wird in die Infrastruktur investieren. Donald Trump hat gesagt, er wird das tun, aber er hat es nie getan. Es geht um Investitionen in Brücken, in erneuerbare Energien. Joe wird dieses Geld investieren und er wird Innovationen durchsetzen. Es gab noch einmal eine Zeit, wo unser Land an die Wissenschaft glaubte, wo wir wirklich in Forschung und Entwicklung investierten. Wir waren führend im Bereich der Investitionen auf der ganzen Welt. Joe Biden wird dieses Geld nutzen, um in die Bildung zu investieren. Menschen, die dann in ein Community College besuchen wollen, können dies gratis tun. Wenn sie in einer Familie sind, die nicht mehr als $500,000 verdient, dann werden sie die Universität gratis besuchen. Und wir werden auch dafür sorgen, dass ihre Schulden aus Studentendarlehen um $10,000 gekürzt werden. Das ist der Unterschied. Joe Biden wird in das Land investieren und nicht nur Gesetze verabschieden, die dafür sorgen, dass die amerikanischen Firmen offshore gehen. Herr Vizepräsident, die Volkswirtschaft sollte eigentlich angekurbelt werden. Aber wie sieht es aus mit dem Wirtschaftsboom? Den wird es ja im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht geben. Wann wird der Konjunkturmotor wieder anspringen? Nun, Amerika hatte seit der großen Depression 2016 wirklich große Probleme. Präsident Trump hat dann die Steuern gesenkt, Lohnsteuer und so weiter. Die durchschnittliche amerikanische Familie hatte $2,000 an Ersparnissen, dann aber sind die Löhne und Gehälter gestiegen, besonders für die Arbeiter, und das verfügbare Haushaltseinkommen ist dann durchschnittlich nach den Steuerkürzungen $4,000 gestiegen. Aber Senatorin Harris meint etwas ganz anderes, weil Joe Biden wird vom ersten Tag an die Steuern erhöhen. Also, wir erlebten eine Pandemie. 20 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren, aber 11,6 Millionen Arbeitsplätze wurden neu geschaffen, weil der Präsident für Deregulierung ist, für niedrigere Steuer, für freien Handel, und $4 Billionen fließen jetzt in die Familien. 50 Millionen Arbeitsplätze werden beibehalten. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um die Amerikaner zu unterstützen. Joe Biden und Kamala Harris wollen die Steuern erhöhen und wollen unsere Volkswirtschaft vor große Probleme stellen. Sie haben zum Beispiel den Green Deal $2 Billionen vorgestellt. Die fossilen Brennstoffe und das Fracking sollen abgestellt werden. Dadurch würden viele, viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und Joe Biden möchte haben, dass die Chinesen unsere Wirtschaft übernehmen. Wir hatten ein Handelsdefizit.
Joe Biden möchte die Zölle sozusagen wieder einführen, aber Präsident Trump tritt ein für die amerikanischen Arbeitsplätze. Joe Biden meint, dass die Demokratie auf dem Spiel steht. Die amerikanische Wirtschaft, der wird es gut gehen, wenn Trump weiterhin Präsident bleiben kann. Dann wird es Wachstum geben. Dann werden wir 2021 einen Wirtschaftsboom erleben. Senatorin Harris. Ich dachte eigentlich, wir hätten heute über Fakten und die Wahrheit sprechen sollen. Joe Biden hat es ganz klar gesagt. Jeder, der weniger als $400,000 pro Jahr verdient, hat gesagt, er wird die Steuersenkungen wieder zurücknehmen. Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Joe Biden hat zweimal in der Debatte gesagt, dass er die Steuersenkungen von Präsident Trump wieder zurücknehmen wird, wo dann eben Durchschnittsamerikaner $2,000 an Steuergutschriften bekommen werden. Und das möchte er alles zurücknehmen. Das ist doch die Wahrheit. Wird er nur Teil der Steuersenkungen wieder zurücknehmen, was wir da machen? Lassen Sie mich doch ausreden. Dann könnten wir sogar ein Gespräch darüber führen. Gut, bitte. Joe Biden wird nicht Steuern anheben für Familien, die weniger als 400.000 verdienen. Er wird nicht Fracking beenden. Er hat das ganz klar gesagt. Joe Biden war während der Rezession zuständig für die Gesetze zur Wirtschaftserholung. Die Pence-Regierung möchte jetzt dafür die Lorbeeren ernten. Denn in Wirklichkeit ernten sie doch nur die Früchte der Biden-Regierung. Jetzt ist ihre Wirtschaft natürlich eine komplette Katastrophe. Joe Biden war für die Erholung verantwortlich. Donald Trump hat eine Rezession einfach übergangen, die wie die große Depression aussieht. Und andererseits war Joe Biden gemeinsam mit Barack Obama für die Gesundheitsversorgung zuständig, für das Gesetz über die Gesundheitsversorgung, wo 22 Millionen Amerikaner profitierten. Diese Familien wurden gerettet vor dem Bankrott, vor Krankenhausrechnungen, die sie sich nicht hätten leisten können. Donald Trump versucht jetzt, dieses Gesetz über die kostenlose Krankenversicherung abzuschaffen. Und das ist ein sehr wichtiges Gesetz, wenn man Krankheiten hat, die nicht abgedeckt sind. Er versucht, mich zu unterbrechen. Aber ich möchte jetzt ausreden. Wenn Sie eine Vorerkrankung haben, Herzerkrankung, Diabetes, Brustkrebs, dann werden sie ihnen schaden. Wenn sie jemanden lieben, der eine Vorerkrankung hat, dann denken sie daran, dass diese Leute ihnen schaden werden. Danke, Senatorin Harris. Bitte. Antwort von Vizepräsident Pence. Ja, Obamacare war natürlich eine Katastrophe für das amerikanische Volk. Das amerikanische Volk wird sich daran erinnern. Präsident Trump und ich haben hingegen einen Plan zur Verbesserung der Krankenversicherung. Und die Frage der Vorerkrankung wird für jeden Amerikaner gelöst werden. Senatorin Harris, Sie haben natürlich Anrecht auf Ihre Arbeit, aber Sie verzehren die auf Ihre Meinung, aber Sie haben natürlich hier die Tatsachen verzerrt. Joe Biden hat gesagt, ich garantiere euch, dass wir die fossilen Energieträger und das Fracking beseitigen werden. Da gibt es diesen New Green Deal und USA Today meinte, dass eigentlich der neue Green Deal sich nicht so sehr unterscheidet vom alten Green Deal, also mehr Steuern, mehr Bestimmungen, kein Fracking mehr, keine fossilen Brennstoffe und das wäre dann eine Bankrotterklärung der amerikanischen Wirtschaft. Das würde zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen. Wir hingegen sind für diese V-förmige Konjunkturerholung. Wenn Präsident Trump wiedergewählt wird, dann wird sich die Wirtschaft 4 Jahre erholen. Sie haben hier die perfekte Überleitung zu einem neuen Thema gegeben, nämlich Klimawandel. Vizepräsident Pence, ich möchte die erste Frage an Sie stellen. In diesem Jahr gab es noch nie dagewesene Hurricanes im Süden und es gab noch nie dagewesene Brände im Westen. Glauben Sie, so wie die Wissenschaftler sagen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die Brände größer und tödlicher gemacht hat und dass dadurch auch die Stürme größer und schlimmer werden. 2 Minuten. Danke, Susan. Ich bin sehr stolz auf unsere Ökobilanz und die Umweltschutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben.
Wir verfügen über Schätzungen, die besagen, dass die Luft und das Wasser sauberer sind als in der Vergangenheit, viel sauberer. Der Präsident hat den Outdoors Act unterzeichnet. Da wird sehr, sehr viel investiert in die öffentlichen Parkanlagen und in die Wälder. Präsident Trump bekennt sich zum Umweltschutz, ganz deutlich. Was den Klimawandel anbelangt, nun, das Klima verändert sich, das stimmt. Aber das Thema ist doch ein anderes. Was sind denn die Ursachen und wie gehen wir diese Ursachen an? Präsident Trump meint, dass wir der Wissenschaft weiterhin zuhören werden. Joe Biden und Kamala Harris haben, dass die USA wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Das würde die Energiekosten unglaublich ansteigen lassen. Die Amerikaner müssten viel mehr ausgeben. Das bedeutet ein Verlust von vielen, vielen Arbeitsplätzen. Präsident Trump und ich sind der Meinung, dass die Fortschritte, die wir erzielt haben in Bezug auf den Umweltschutz, passiert sind, weil wir eben einen starken freien Markt haben, eine freie Marktwirtschaft. Die USA haben die CO2-Emissionen drastischer reduziert als Länder, die nach wie vor dem Pariser Klimaschutzabkommen angehören. Wir haben das gemacht durch Fracking, durch Erdgas und so weiter. Und die Amerikaner sollten sich unsere Bilanz ansehen. Joe Biden verleugnet das, verzerrt das und sie haben immer wieder gesagt, dass sie gegen die fossilen Energieträger sind, gegen das Fracking. Wir treten ein für amerikanische Innovationen und dadurch unterstützen wir den Umweltschutz. Was die Waldbrände betrifft, nun, Präsident Trump und ich sind der Meinung, dass die Forstwirtschaft eben in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Und wir müssen uns da um eine entsprechende Forstwirtschaft kümmern. Was die Hurricanes betrifft, die Wirbelstürme, nun, da sagt die Umweltschutzbehörde, dass das natürlich eine große Gefahr darstellt. Aber heute gibt es nicht mehr Hurricanes als vor 100 Jahren. Aber die Alarmisten meinen doch, dass hier diese Wirbelstürme dazu führen sollten, dass ein New Green Deal umgesetzt werden sollte. Senatorin Harris, wie der Vizepräsident sagte, Sie sind Co-Sponsor des Green New Deal im Kongress. Aber der Vizepräsident hat gesagt, dass er den Green New Deal nicht unterstützt. Auf der Website von Joe Biden ist der Green New Deal aber als wichtiger Punkt genannt. Wie genau sieht nun die Position von Joe Biden aus? 2 Minuten. Ich wiederhole. Das amerikanische Volk weiß, dass Joe Biden Fracking nicht verbieten wird. Das ist einfach Tatsache. Ich werde es jetzt nochmal wiederholen, dass Joe Biden ganz klar gesagt hat, dass er darüber nachdenkt, wie die Arbeitsplätze anzuheben sind. Und deshalb wird er die Steuern nicht anheben für Personen, die bis zu 400.000 Dollar verdienen. Dieses Programm wird 7 Millionen mehr Arbeitsplätze erzeugen als Donald Trumps Programm. Das sagte auch eine angesehene Firma auf der Wall Street. Es wird dabei aber um erneuerbare Energiequellen und saubere Energiequellen gehen. Joe versteht nämlich, dass im Westen die Natur brennt, einschließlich in meinem Heimatstaat Kalifornien. Joe weiß, was im Süden passiert. An den Golfstaaten. Diese Staaten sind betroffen von großen Hurricanes. Die Ernten werden zerstört durch Überschwemmungen. Joe Biden vertraut den Wissenschaftlern. Und ich, als ich im Ausschuss für Umwelt war, habe ich die Wissenschaft besonders hochgehalten. Diese Regierung hat aber das Thema Wissenschaft und Klimawandel überhaupt von der Website gestrichen. Wir haben ein Problem, weil diese Regierung nicht an die Wissenschaft glaubt. Joe wird den Wissenschaftlern vertrauen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Donald Trump hingegen meint, dass die Wissenschaftler nichts wissen. Reden wir doch darüber, wer gut darauf vorbereitet ist, unser Land im Laufe der nächsten 4 Jahre zu führen, bei einer existenziellen Bedrohung gegen die Menschheit. Joe sagt, wir werden in erneuerbare Energiequellen investieren, wir werden Millionen Arbeitsplätze schaffen, wir werden Null Emissionen bis 2050 erreichen, CO2-neutral bis 2030 sein. Joe hat einen Plan. Es gab nur viel Gerede von der Trump-Regierung. Es gab viele
Rückschritte. Nun, Senatorin Harris meinte, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung sei. Glauben Sie, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung darstellt? Wie ich bereits sagte, verändert sich das Klima, Susan. Wir verfolgen die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit großem Interesse. Senatorin Harris hingegen leugnet die Tatsache, dass Steuern erhöht werden. Aber das wird passieren. Joe Biden hat das zweimal in der Debatte der vergangenen Woche gesagt. Und er meinte, dass die Steuerkürzungen von Trump zurückgenommen werden. $2,000 Steuergutschriften für Durchschnittsamerikaner in ganz Amerika. Was das Fracking-Verbot betrifft, nun, man sehe sich da die Bilanz an. Das haben Sie auch immer wieder gesagt, dass Sie gegen das Fracking sind. Sie waren die erste Unterstützerin im Senat für den Green New Deal. Joe Biden war anfangs noch dagegen. Der Green New Deal, da gibt es Informationen auf der Website, USA Today meinte, dass das im Prinzip der gleiche Plan wie in der Vergangenheit ist, wie er schon in der Vergangenheit vorgelegt wurde im Senat. Die Senatorin meinte, dass die USA wieder beitreten werden zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die Amerikaner meinen, dass die Umwelt sehr wichtig ist. Wir werden die CO2-Emissionen senken durch amerikanische Innovationen, durch Erdgaserkundung, durch Fracking und so weiter. Wir brauchen keinen 2 Billionen Dollar schweren Green New Deal. Das wäre eine Belastung für die amerikanische Wirtschaft und die amerikanischen Familien. Joe Biden möchte 4 Millionen gewerbliche Gebäude sanieren. Das ist aber unglaublich kostspielig. Viele Arbeitsplätze werden verloren gehen. Präsident Trump ist für die Schaffung von Arbeitsplätzen und wir werden uns auch um den Umweltschutz kümmern. Zum Thema Arbeitsplätze reden wir doch mal drüber. Der Vizepräsident bezog sich soeben auf etwas, wovon er glaubt, dass es eine Leistung wäre. Den Handelskrieg mit China. Wir haben diesen Handelskrieg verloren. Sie haben ihn verloren. Was ist denn passiert? Aufgrund eines sogenannten Handelskrieges mit China hat Amerika 300.000 Arbeitsplätze in der Produktion verloren. Landwirte sind bankrott gegangen. Wir sind in einer Rezession bei der Produktion aufgrund dieses Handelskrieges. Schauen wir uns doch einmal an, wo unsere Regierung steht. Mit Ende der Amtszeit dieser Regierung werden mehr Arbeitsplätze verloren gegangen sein als unter jeder anderen Regierung zuvor. Und das amerikanische Volk weiß, wovon ich spreche. Sie wissen es. Ich glaube, sogar 20-Jährige wissen es. Wir haben zu Hause 20-Jährige und sie sind dann mit dem College fertig und sie werden sich fragen müssen, wird es dort irgendwo noch einen Arbeitsplatz für mich geben? Menschen werden sich darüber Sorgen machen, ob sie überhaupt ihre Miete zahlen können. Die Hälfte der amerikanischen Mieter werden nicht wissen, wo sie ihr Geld für die Miete herbekommen werden gegen Ende des Monats. Dort steht die amerikanische Wirtschaft jetzt aufgrund dieses Versagens der amerikanischen Regierung. Danke. Vizepräsident Pence, 15 Sekunden zur Antwort. Ja, ich antworte natürlich sehr gerne auf diese Frage. Joe Biden hat niemals einen Handelskrieg mit China geführt, sondern er hat in den letzten Jahrzehnten das kommunistische China tatkräftig unterstützt. Senatorin Harris, ich meine, Sie können Ihre Ansichten durchaus äußern. Präsident Obama meinte, dass man nur mit einem Zauberstab sozusagen Arbeitsplätze wieder schaffen könnte. Die gingen einfach verloren. Aber 500.000 neue Arbeitsplätze wurden während der Regierung Trump geschaffen. Das ist genau das Wachstum, das wir auch in den nächsten Jahren erleben werden. Jetzt, wo wir die Pandemie überwunden haben. Danke. Aber das Pariser Klimaschutzabkommen, der Green New Deal, das ist ein Jobkiller. Ich muss da kurz reagieren. 15 Sekunden, dann gehen wir weiter. Joe Biden hat die amerikanische Autoindustrie gerettet und Sie haben dagegen gekämpft. Das müssen wir jetzt richtigstellen. Danke. Ich möchte über China sprechen. Unser nächstes Thema. Wir haben
keine anderen außenpolitischen Beziehungen, die komplizierter wären als jene mit China. Es ist ein Riesenmarkt, es ist ein potenzieller Partner. Auch im Kampf gegen Nordkorea. Und Präsident Trump hat schon gesagt, dass China zahlen wird für unser Handelsdefizit. Wie sehen Sie unsere Beziehung zu China? Sind das Konkurrenten? Sind das Gegner, Feinde? 2 Minuten. Danke, Susan. Noch ein kurzer Rückgriff auf etwas anderes. Das Abstimmungsverhalten. NAFTA sorgte dafür, dass tausende Standorte verloren gingen. Präsident Trump war natürlich dagegen und wollte NAFTA neu ausverhandeln. Und jetzt wurde das auf eine solide Grundlage gestellt. Senatorin Kamala Harris war eine von 10 Senatoren, die gegen unsere Vorschläge waren. Aber davon konnten die Farmer profitieren oder hätten profitieren können. Sie meinten aber, dass die radikale Umweltagenda wichtiger war als die Angestellten der amerikanischen Autoindustrie. Also man sehe sich da ihr Abstimmungsverhalten an. Newsweek Magazine meinte, dass Kamala Harris die liberalste Senatorin 2019 war, also noch liberaler als Bernie Sanders, noch progressiver als andere demokratische Senatoren. Was nun China anbelangt, und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Nun, Susan. China ist für das Coronavirus und die Pandemie verantwortlich. Präsident Trump hat das ganz klar auch heute zum Ausdruck gebracht. China und die WHO führen die Amerikaner in die Irre. Unsere Experten konnten erst Mitte Februar nach China reisen, um sich hier ein Bild zu machen. Präsident Trump hat sich gegenüber China behaupten können. China nutzte uns einfach aus und Joe Biden war ein Cheerleader für China. Aber Präsident Trump meinte, dass die Reisetätigkeit im Jänner eingeschränkt oder ausgesetzt werden müsse. Präsident Trump hat diese Entscheidung getroffen. Joe Biden meinte, das wäre eine hysterische Entscheidung gewesen. Also, wir wollen uns gegenüber China behaupten. Wir wollen zwar die Beziehung verbessern, aber wir wollen uns behaupten. China ist für das Coronavirus verantwortlich. Ich darf Ihnen dieselbe Frage stellen, die ich soeben dem Vizepräsidenten gestellt habe. Wie würden Sie unsere grundlegenden Beziehungen zu China beschreiben? Sind wir Konkurrenten, Gegner, Feinde? 2 Minuten. Susan, die Trump-Regierung und ihre Einstellung zu China führte zu Toten in den USA. Wir haben dadurch auch Arbeitsplätze verloren und Ansehen verloren. Es gibt eine seltsame Obsession von Präsident Trump, dahingehend, dass jede Leistung von Präsident Obama und Vizepräsident Biden zunichte gemacht werden soll. Im Weißen Haus beispielsweise wurde eine Abteilung geschaffen, die für die Pandemiebekämpfung zuständig war. Diese wurde abgeschafft. Es gab auch ein Team von Experten eingerichtet von Präsident Obama und Vizepräsident Biden. Dieses Team wurde nach China entsandt, um dort unvorhersehbare Situationen zu kontrollieren. Dieses Team wurde abgezogen. Wir haben jetzt als Bilanz 210.000 Amerikaner, die sterben mussten. Sehen wir uns doch die Arbeitsplatzsituation an. Es wurde das Handelsabkommen angesprochen. Es wurden zahllose Arbeitsplätze in der Industrie geopfert und die amerikanischen Bürger mussten tausende Dollar mehr für ihre Produkte zahlen aufgrund dieses Krieges. Sehen wir uns doch Zahlen an. Die Pew, eine sehr angesehene Umfrageinstitution, hat herausgefunden, dass der Durchschnittsamerikaner Xi Jinping dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas mehr vertraut als Donald Trump, den Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte. Dort stehen wir heute aufgrund dieses Scheiterns
der amerikanischen Regierung. Senatorin Harris, wir haben auch Veränderungen in der Rolle der USA gesehen, was die Führungsrolle der USA in der Welt betrifft. Es gab natürlich Spannungen mit China, wie der Vizepräsident schon erwähnte. Es gab auch Spannungen mit unseren traditionellen Bündnispartnern in der NATO und anderswo. Wie würden Sie die Rolle der amerikanischen Führungsrolle 2020 definieren? Nun, ich habe mit Joe über all diese Themen gesprochen und er hat das sehr gut formuliert. Außenpolitik klingt kompliziert, aber es geht um Beziehungen. Stellen Sie sich nur vor, es sind Beziehungen. Und wir wissen das aus unseren persönlichen und beruflichen Beziehungen. Man muss seinen Freunden gegenüber treu sein. Man muss wissen, wer seine Feinde sind. Man muss diese Feinde auf Distanz halten und sie kontrollieren. Was wir aber bei Donald Trump erlebt haben, ist, dass er unsere Freunde verraten hat und stattdessen Diktatoren auf der ganzen Welt gefördert hat. Denken wir doch nur an Russland. Ich war im Geheimdienstausschuss des amerikanischen Senats. Die amerikanische Geheimdienstwelt hat uns gesagt, dass die Einmischung Russlands im Jahr 2016 in der amerikanischen Wahl stattfand, dass sie real ist. Auch der FBI-Direktor hat das gesagt. Aber Donald Trump, der Oberkommandant der Streitkräfte, vertraut Wladimir Putin mehr als den amerikanischen Geheimdiensten? Sehen Sie doch nur unsere Freunde in der NATO an. Präsident Trump hat hier einfach sich verabschiedet aus Abkommen, das Atomabkommen mit dem Iran beispielsweise. Es wurde gekündigt, obwohl wir sicherer gewesen wären mit diesem Abkommen. Wir hatten dieses Abkommen gemeinsam mit Freunden geschlossen, mit Bündnispartnern auf der ganzen Welt. Und weil Donald Trump so unilateral in der Außenpolitik vorgegangen ist, hat sich Amerika zurückgezogen aufgrund seines Isolationismus. Susan, es geht hier um Beziehungen. Und eines war immer die Stärke unserer Nation, neben den Streitkräften, dass wir nämlich unser Wort halten, aber das versteht Donald Trump gar nicht. Er weiß nicht, was es bedeutet, ehrlich zu sein. Danke, Senatorin Harris. Bitte, Sie haben die Chance zu antworten. Präsident Trump hat natürlich sein Wort gehalten, als die Botschaft, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem übersiedelt ist. Joe Biden hatte das versprochen, aber das geschah einfach nicht. Also wir solidarisieren uns absolut mit unseren Verbündeten, sind aber anspruchsvoll. Die NATO trägt nun mehr zur gemeinsamen Verteidigung bei als davor, dank des Leadership von Präsident Trump. Also wir haben Bündnisse geschmiedet, auch im asiatisch-pazifischen Raum, und wir behaupten uns gegenüber all jenen, die uns Böses wollen. Als Präsident Trump angelobt wurde, hatte der IS ein riesiges Gebiet in Syrien unter seine Kontrolle gebracht, so groß wie Pennsylvania. Unsere Streitkräfte haben das Kalifat zerstört und haben auch die Führer getötet. Baghdadi zum Beispiel war verantwortlich für den Tod von tausenden Menschen. Wir gedenken natürlich Katie Miller. Die Eltern sind heute nach Salt Lake City gekommen. Zwei ISIS-Kämpfer, die für den Mord verantwortlich sind, wurden in die USA überstellt. Was ist denn die Realität? Als Joe Biden Vizepräsident war, hätten wir eigentlich die Chance gehabt, viele Amerikaner zu schützen und zu retten. Wir wussten, wo Kayla sich befand, aber sie wurde letzten Endes getötet. Wir konnten sie nicht retten. Joe Biden hatte nämlich gezögert und deswegen wurde sie nicht gerettet. Und dann, als die Streitkräfte, die amerikanischen Streitkräfte nach Syrien gelangten, erkannte man, dass sie woanders hin verlegt wurde. Wenn Präsident Trump damals schon Präsident gewesen wäre, dann hätte man sie retten können. Wir haben das Kalifat, das ISIS-Kalifat, zerstört. Nun, 1,8 Milliarden Dollar wurden sozusagen ausgegeben, um den Terrorismus zu unterstützen. Letzten Endes, Präsident Trump hat das Iran-Atom
Atomabkommen aufgekündigt, weil das einfach schädigend gewesen wäre, wenn dieses Abkommen weiterhin Gültigkeit besessen hätte. Wir sind jetzt sicherer, unsere Verbündeten sind sicherer, jetzt wo es dieses Abkommen nicht mehr gibt. Danke, Vizepräsident. Präsident Trump hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich möchte Senatorin Harris die Möglichkeit geben, zu reagieren, aber nicht so lange, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt. Ja, ich möchte antworten. Danke. Zuerst zur Mueller-Familie. Ich weiß, was sie leiden mussten aufgrund des Todes ihrer Tochter. Mein Beileid an sie. Was passiert ist, war schrecklich und es hätte niemals passieren dürfen. Und ich weiß, dass Joe genauso denkt wie ich. Ich weiß, dass Präsident Obama genauso denkt wie ich. Aber Sie erwähnen Soleimani. Beginnen wir doch dort. Nach dem Schlag gegen Soleimani gab es einen Gegenschlag gegen unsere Truppen im Irak. Und sie suffered serious brain injuries. And do you know what Donald Trump Soldaten dismissed them as? Mussten dadurch schwere Gehirnverletzungen erdulden. Und Donald Trump hat das einfach als Kopfschmerzen bezeichnet. Er hat die Soldaten in unseren Streitkräften als Loser und Sucker tituliert. Donald Trump ist in Arlington gewesen. Er war an den Gräbern unserer gefallenen Helden. Und deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema, genau wie das letzte Thema. Und da geht es um das Höchstgericht der Vereinigten Staaten. Am Montag sollen im Justizausschuss die Anhörungen zur Nominierung von Amy Barrett beginnen. Senatorin Harris, Sie werden dabei sein. Auf diese Weise wird die konservative Mehrheit im Gericht zementiert. Möglicherweise könnte sogar Roe v. Wade, das Gesetz über die Fristenlösung, abgeschafft werden. Vizepräsident Pence, Sie sind der ehemalige Gouverneur von Indiana. Wenn Roe v. Wade, das Gesetz über Fristenlösung, abgeschafft wird, was wollen Sie dann in Indiana machen? Wollen Sie, dass Ihr Heimatstaat alle Abtreibungen verbietet? 2 Minuten. Danke für diese Frage, aber da brauche ich eigentlich mehr als 2 Minuten. Um darauf zu antworten. Die Amerikaner sollten wissen, dass der iranische General Soleimani für den Tod von hunderten amerikanischen Soldaten verantwortlich war. Als dann die Chance auftauchte, ihn in Gewahrsam zu nehmen bzw. zu töten, haben wir diese Chance ergriffen. Präsident Trump hat das gemacht. Senatorin Harris und Joe Biden haben uns aber kritisiert für die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das kann man eigentlich nicht erklären. Aber vielleicht kann man das doch erklären, weil Joe Biden eigentlich auch gegen die Überwältigung von Osama bin Laden war. Wir brauchen einen Oberbefehl, der sich nicht davor scheut, das Leben der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten zu retten. Das macht Donald Trump. Was das Höchstgericht betrifft, Präsident Trump und ich sind enthusiastisch, weil wir jetzt die Chance haben, Amy Coney Barrett zur Höchstrichterin zu machen. Sie ist eine brillante Juristin, sie verfügt über reichhaltige Erfahrungen und hat auch eine große Familie. Und in der nächsten Woche finden dann Anhörungen statt. Richter Kavanaugh wurde dann nicht fair behandelt. Ich hoffe, dass sie fair behandelt werden wird. Und hoffentlich wird es dann keine Übergriffe geben gegenüber ihr, und zwar was ihre christlichen Werte betrifft, für die sie eintritt. Als Richterin Barrett zum Beispiel Berufungsrichterin werden sollte und das Dogma ihres christlichen Glaubens erwähnte, meinte ein demokratischer Vertreter, dass das ein Problem sei. Also da wurden zum Beispiel immer wieder Menschen angegriffen, zum Beispiel die Knights of Columbus, nur weil sie ihren christlichen Glauben anhängen. Also ich hoffe, dass Richterin Barrett geachtet wird, dass die Anhörung fair ablaufen wird. Senatorin Harris, Sie sind Senatorin aus Kalifornien und auch ehemalige Justizministerin. Wenn Roe v. Wade aufgehoben wird, was möchten Sie dann in Kalifornien? Wollen Sie, dass uneingeschränkt Zugang zu Abtreibung besteht? 2 Minuten. Danke. Joe Biden
und ich sind Menschen, die einen tiefen Glauben haben. Und es ist einfach beleidigend, hier zu sagen, dass wir nicht Respekt für Gläubige haben. Joe Biden wird, wenn er gewählt wird, erst der zweite praktizierende Katholik sein in diesem Amt. Was die Nominierung betrifft, so sind wir genauso wie das amerikanische Volk der Meinung, dass wir jetzt 27 Tage vor der Präsidentschaftswahl stehen, bevor diese Diskussion entstand. Gab es diese Problematik noch nicht. Aber wir sind jetzt mitten in einer Wahl. Menschen geben gerade jetzt ihre Stimme ab. Millionen von Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben. Und deshalb hat Joe Biden ganz klar gesagt, zuerst muss das amerikanische Volk sein Wahlrecht ausüben können und dann werden wir den offenen Posten im Höchstgericht besetzen. Und wie Sie sagten, Susan, es geht um ganz ernste Dinge. Ich werde immer kämpfen für das Recht einer Frau, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Das sollte ihre Entscheidung sein und nicht die Entscheidung von Vizepräsident Pence oder Donald Trump. Und was steht noch auf dem Spiel? Es ist die Krankenversicherung mitten in einer Pandemie, wo mehr als 210 Millionen Menschen schon gestorben sind und 7 Millionen Menschen wahrscheinlich in Zukunft als Personen mit Vorerkrankungen eingestuft werden könnten, weil sie vielleicht das Coronavirus haben. Donald Trump will die kostenlose Gesundheitsversorgung abschaffen. Und das sollte betont werden. Es wird dann keinerlei Schutz mehr geben für Personen mit Vorerkrankungen. Das muss erneut betont werden. Mehr als 20 Millionen Menschen werden dann die Gesundheitsversicherung verlieren. Wenn sie jünger als 26 sind, können sie nicht mehr mit ihren Eltern mitversichert sein. Das wird es bedeuten. Der Gegensatz ist sehr klar. Joe Biden sagt, wir wollen die Deckung noch erweitern. Wir wollen ihnen Entscheidung geben zwischen privaten und öffentlichen Anbietern. Das ist echte Führung. Nun, Herr Vizepräsident, Sie meinten, dass der Präsident für den Versicherungsschutz von Menschen mit Vorerkrankungen eintritt. Aber es gibt da doch einen Fall, einen gerichtsanhängigen Fall, den Sie unterstützen. Also Sie sind für die Abschaffung der Gratis-Krankenversicherung. Der Präsident meinte, es sollte einen Versicherungsschutz geben für Menschen mit Vorerkrankungen. Aber wie soll das denn passieren? Das ist doch eine vertragte Situation. Also Ihre Regierung, wie würde Ihre Regierung Amerikaner schützen mit Vorerkrankungen? Hätten Sie dann Zugang zu kostenloser oder kostengünstiger Krankenversicherung, wenn dieser Affordable Care Act wirklich fallen sollte? Gut, zum ersten Teil der Frage. Ich bin sehr stolz, Vizepräsident zu sein und einem Präsident, der für die Heiligkeit des Lebens eintritt. Ich bin Abtreibungsgegner und da möchte ich mich auch nicht dafür entschuldigen. Da gibt es natürlich riesige Unterschiede zwischen uns und den anderen. Also Harris und Biden treten ein für Abtreibung auch im Endstadium der Schwangerschaft. Richterin Barrett, denke ich, wird die richtigen Entscheidungen treffen im Höchstgericht. Wir treten ein für das Recht auf Leben. Das Höchstgericht, der Supreme Court. Nun, da erwarten die Amerikaner sehr viel. Wird es ein Court-Packing geben, wenn die Kandidatur durchgehen sollte? Es gab 29 Vakanzen von George Washington bis Obama. In allen Fällen wurden diese Vakanzen gefüllt. Aber sie treten doch dafür ein, dass weitere Sitze vorgesehen werden sollten, wenn sie sich nicht durchsetzen können. Das ist Court-Packing. Also, sie wollen einfach die Spielregeln verändern. Sie haben die Frage nicht beantwortet. Joe Biden weigerte sich, diese Frage zu beantworten. Die Amerikaner würden das wissen. Wenn Amy Coney Barrett, wenn ihre Kandidatur durchgeht, wenn sie dann diese Wahlen gewinnen sollten, wird es dann ein Court-Packing gehen, um sich durchzusetzen. Ich bin so froh, dass wir jetzt die Geschichte durchgegangen sind. Ich hätte gerne, dass Sie meine Frage beantworten. Ich rede gerade, ich bin am Wort.
1864 hat einer der politischen Helden, ich nehme an, der Vizepräsident weiß es, war Abraham Lincoln der Präsident. Er musste sich der Wiederwahl stellen. Es waren 27 Tage vor den Wahlen. Ein Sitz im Höchstgericht konnte nachbesetzt werden. Der Präsident hatte, obwohl er die Mehrheit im Kongress hatte, entschieden, dass es nicht der richtige Tag war, um diesen Sitz nachzubesetzen. Denn das amerikanische Volk war gerade dabei, den Präsidenten zu wählen. Und das amerikanische Volk kann auf diese Weise darüber entscheiden, wer den Sitz im höchsten Gericht des Landes bekommt. Und Joe Biden hat ganz klar gesagt, das amerikanische Volk gibt gerade seine Stimme ab. Und das amerikanische Volk muss entscheiden, wer in diesem wichtigsten amerikanischen Gericht auf Lebenszeit ernannt wird. Danke. Ja, derzeit geben die Amerikaner schon ihre Stimme ab. Wird es dieses Court Packing geben des Höchstgerichts, wenn sie sich mit der Nominierung nicht durchsetzen? Joe Biden hat eine Nicht-Antwort gegeben, sie auch, aber die Amerikaner erwarten doch eine unmissverständliche Antwort. Wahrscheinlich wird es dieses Court Packing geben des Höchstgerichts, wenn Biden und Harris gewählt werden. Die Menschen im gesamten Land werden das nicht schätzen. Wenn sie für die Gewaltentrennung eintreten, dann sollten sie gegen Biden und Harris stimmen. Wir sind für die Gewaltentrennung. Sie sollten also für uns stimmen. Ja, reden wir doch darüber, ob zusätzliche Stellen im Gericht geschaffen werden sollen. Ich werde jetzt darauf eingehen. Die Regierung Trump-Pence, denn ich bin ja im Justizausschuss des Senates, Susan hat das erwähnt, und ich habe gesehen, wie hier lebenslange Ernennungen in den Gerichten ablaufen, in den District Courts und in den anderen. Da werden Menschen ernannt, die rein ideologisch orientiert sind, die von den Berufsverbänden als inkompetent bezeichnet werden. Und wissen Sie eigentlich, dass von 50 Personen, die unter Präsident Trump lebenslang in Berufungsgerichte ernannt wurden, dass von diesen 50 Personen keine einzige schwarze Person ist. Wenn Sie darüber sprechen wollen, dann sollten wir auch darüber sprechen. Sprechen wir doch auch von Rassengleichheit. Ich wollte nur fürs Protokoll sagen, diese Frage wurde nicht beantwortet. Vielleicht wird Joe Biden bei der nächsten Diskussion diese Frage dann endlich beantworten. Danke. Im März ist Breonna Taylor, eine 26-Jährige, erschossen worden, nachdem hier die Polizei ohne einen Durchsuchungsbefehl in die Wohnung vorgedrungen war. Ihr Freund sagte, die Polizei hätte sich nicht identifiziert. Der Beamte hat dann 20 Mal in der Wohnung geschossen. Angeblich hatte man in Selbstverteidigung gehandelt. Es gab dann keine Anklage wegen Mord. Senatorin Harris, gab es Gerechtigkeit im Fall Breonna Taylor? Nein, ich habe mit ihrer Mutter gesprochen. Ich habe mit der Familie von Breonna Taylor gesprochen. Diese Familie verdient Gerechtigkeit. Sie war eine großartige junge Frau. Sie wollte Krankenschwester werden. Sie wollte sich fortbilden, um als Krankenschwester Menschenleben zu retten. Und jetzt wurde ihr Menschenleben geopfert in tragischer, gewalttätiger Art und Weise, die nicht zu rechtfertigen ist. Und jetzt komme ich auch zu den 8 Minuten und 46 Sekunden, die Amerika erleben musste, als ein amerikanischer Mann gefoltert und getötet wurde, als er unter dem Knie eines uniformierten amerikanischen Polizisten erstickt wurde. Und die Menschen in den USA, egal welcher Herkunft, welcher Rasse, welchen Geschlecht, sind marschiert, Schulter an Schulter, Hand in Hand, um endlich diese Gerechtigkeit zu erreichen. Ich habe an diesen friedlichen Protesten teilgenommen und ich glaube ganz fest, dass wir erstens niemals Gewalt
zulassen dürfen und dass wir immer uns einsetzen müssen für die Werte, die uns am Herzen liegen. Und deshalb haben Joe Biden und ich zu diesem Thema gesagt, und ich bin doch eine ehemalige Staatsanwältin. Ich weiß, wie die Dinge stehen. Es gibt gute Polizisten und schlechte Polizisten. Wir werden eine Justizreform durchführen. Wir werden ein nationales Register für Polizisten einführen, die das Recht gebrochen haben. Wir werden eine Justizreform initiieren unter Joe Biden. Wir werden private Gefängnisse abschaffen und wir werden Marihuana kriminalisieren. Und jetzt ist es an der Zeit, Führungsrolle zu übernehmen. Danke, Senatorin. Gleiche Frage an Sie, Herr Vizepräsident. Breonna Taylor, widerfuhr Ihr Gerechtigkeit? 2 Minuten. Ja, also, wenn ein unschuldiger Mensch getötet wird, dann ist das herzzerreißend. Unsere Gedanken gelten den Angehörigen von Breonna Taylor. Aber ich habe Vertrauen in die Justiz und die Geschworenen und die Gerichte. Als ehemalige Staatsanwältin sollten Sie das eigentlich wissen. Eine Grand Jury, die sich die Beweise ansieht, hat da offenbar eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wiederum, Sie haben Anrecht, Ihre Meinung zu äußern. Was George Floyd betrifft, es gibt keine Entschuldigung dafür, was passiert ist. Und der Gerechtigkeit wird hier, oder die Gerechtigkeit wird hier unterstützt. Aber es gab natürlich auch Randale und Plünderungen. Es ist eine Tatsache, dass das passiert ist. Vor einigen Wochen, übrigens, sprach ich mit jemandem, mit einer Friseurin oder Kosmetikerin, deren Geschäft zerstört wurde, in Brand gesteckt wurde durch diese Randalierer und Plünderer. Joe Biden und Kamala Harris meinen aber immer oder insinuieren, dass es diesen systemischen Rassismus in den USA gäbe. Joe Biden meinte, dass die Polizei voreingenommen sei gegenüber Minderheiten. Aber das ist doch eine Beleidigung. Eine Beleidigung der Männer und Frauen, die Polizisten sind, die jeden Tag ihre Uniform tragen. Präsident Trump und ich solidarisieren sich mit Polizistinnen und Polizisten. Senator Tim Scott hat versucht, ein Polizeireformgesetz durchzubringen. Demokraten und Republikaner waren eigentlich dafür. Senatorin Harris, Sie sind einfach aus dem Saal gegangen und haben dann einen Filibuster betrieben. Dieses Gesetz ging nicht durch. Aber wir sollten uns nicht entscheiden müssen zwischen der Unterstützung der Polizei und der Unterstützung der Schwarzen und der Minderheiten. Wir treten ein für die Polizei, erklären uns solidarisch mit der Polizei, aber natürlich auch mit der schwarzen Gemeinschaft. Es gibt heute viel, viel weniger Arbeitslosigkeit unter den Schwarzen und viel bessere Bildungschancen. Senatorin Harris, ich lasse mich hier nicht vom Vizepräsidenten darüber belehren, was es bedeutet, die Gesetze unseres Landes durchzusetzen. Ich bin die Einzige hier, die ganz persönlich strafrechtliche Verfolgung eingeleitet hat. In allen möglichen Fällen, von Mord über Belästigung von Kindern. Ich bin die Einzige hier auf dieser Bühne, die strafrechtliche Verfolgung eingeleitet hat, weil unsere Veteranen ausgenutzt wurden. In Wirklichkeit sprechen wir hier von einer Wahl in 27 Tagen, wo erst letzte Woche der Präsident der Vereinigten Staaten vor 70 Millionen Menschen gesprochen hat und sich dabei geweigert hat, die Idee der weißen Vorherrschaft zu verurteilen. Das stimmt einfach nicht. Nicht, weil er die Möglichkeit nicht gehabt hätte. Er hat es einfach nicht getan. Und dann hat er einen Rückzieher gemacht. Und als man Druck auf ihn ausgeübt hat, hat er gesagt, haltet euch zurück und bleibt stehen. Und das ist doch Ausdruck eines Musters von Donald Trump. Er hat
die Mexikaner Vergewaltiger und Kriminelle genannt. Er hat als erstes Gesetz ein antimuslimisches Gesetz verabschiedet. Charlottesville, wo die Menschen friedlich protestierten, wo sie für Gerechtigkeit kämpften, weil eine junge Frau getötet wurde. Und gleich daneben gab es Neonazis mit antisemitischen Slogans. Und als Donald Trump nach der Lage gefragt wurde, sagte er, es gibt gute Leute auf beiden Seiten. Das ist die Art von Person, die wir als Präsidenten haben. Amerika, du verdienst etwas Besseres. Präsident Trump ist nicht diese Person. Biden wird hier das Einende über das Trennende stellen. Ja, Vizepräsident, eine Minute. Danke, dass Sie mir diese Gelegenheit geben, Susan. Deswegen mögen die Menschen die Medien in diesem Land nicht, weil man die Dinge einfach selektiv interpretiert bzw. verzerrt. Unsere Aussagen zum Beispiel. Der Präsident sprach zu und über Menschen auf beiden Seiten und hat natürlich die weißen Rassisten ebenso verurteilt wie die Neonazis. Präsident Trump hat jüdische Enkel. Sein Schwiegersohn ist Jude. Der Präsident tritt ein für die Rechte aller Minderheiten. Sie meinten, Sie wären früher Staatsanwältin gewesen. Und diesen Punkt möchte ich bitte anbringen. Als Sie Bezirksstaatsanwältin waren in San Francisco, oder nachdem Sie das waren, war es so, dass schwarze Amerikaner 19 Mal wahrscheinlicher vor Gericht gestellt wurden als weiße. Als Sie Justizministerin in Kalifornien waren, haben Sie es toleriert, dass Schwarze viel häufiger ins Gefängnis gesteckt werden. Die Strafjustiz in Kalifornien, mit der haben Sie sich überhaupt nicht auseinandergesetzt, mit Reformen. Ihre Bilanz spricht für sich. Und diese Bilanz ist schlecht. Wir treten ein für gerechte Strafjustiz, für Chancen auch für Mitglieder der afroamerikanischen Gemeinschaft. Es gibt kein wichtigeres Thema als das letzte Thema, über das wir heute sprechen werden. Und da geht es um die Wahl selbst. Ich möchte doch die Chance bekommen, kurz zu antworten. 30 Sekunden, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Danke. Erstens. Nachdem ich Justizministerin von Kalifornien war, kann ich sagen, dass die Arbeit, die in unserem Staat geleistet wurde, vorbildlich ist für das gesamte Land. Und das ist genau die Arbeit, die wir auch unter Joe Biden leisten werden. Unsere Agenda demonstriert doch, was jetzt nicht getan wurde. Wir werden... Danke. Sie haben das schon zuvor gesagt und ich möchte jetzt über die Wahl selbst... Aber ich möchte über die Verbindung zwischen dem, was Joe und ich machen werde, und meiner Bilanz in Kalifornien. Ich habe als erste Justizministerin Bodycams angeordnet für Polizisten. Ich habe angeordnet, dass die Polizisten auch eine Bewusstseinsbildungsseminare durchlaufen müssen über Vorurteile, explizite Vorurteile. Genau diese Arbeit haben wir geleistet und das werden wir auch in Zukunft tun. Und ich lasse mich nicht belehren vom Vizepräsidenten zu unseren Leistungen, unseren Errungenschaften im Bereich Polizei, wenn es darum geht, für Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen. Danke. Nun, danke, Senatorin Harris. Jetzt das letzte Thema, nämlich die Wahlen an sich. Präsident Trump hat immer wieder gesagt, dass er möglicherweise nicht für einen friedlichen Machtübergang ist. Wenn Sie sich durchsetzen und Präsident Trump diesen friedlichen Machtübergang nicht befürwortet, welche Schritte würden Sie und Joe Biden dann setzen? Was würde dann als nächstes passieren? 2 Minuten. Ich kann Ihnen sagen, dass Joe und ich besonders stolz sind auf das Bündnis, das wir geschmiedet haben in Zusammenhang mit unserem Wahlkampf. Wir haben da Leute zusammengebracht, die noch nie zuvor in einem Bündnis waren. Demokraten natürlich, aber auch Unabhängige.
7 Mitglieder aus dem Kabinett von George Bush unterstützen uns. Wir haben auch die Unterstützung von Colin Powell, John Kasich. Es sind über 500 pensionierte Generäle, nationale Sicherheitsexperten. Sie alle unterstützen unser Team und sie tun das, weil sie wissen, dass Joe Biden ein tief verwurzeltes Engagement für Demokratie mit sich bringt. Er wird für die Integrität unserer Demokratie kämpfen. Er wird diese Integrität erneut ins Weiße Haus bringen. Wir glauben an unsere Demokratie, wir glauben an unser Volk. Und deshalb wiederhole ich nochmal, gehen Sie doch zur Wahl, gehen Sie möglichst früh zur Wahl. Sie können auch auf joebiden.com, auf unsere Website gehen, um herauszufinden, wie Sie das machen sollen. Wir haben es jetzt in unserer Hand. In den nächsten 27 Tagen müssen wir über die Zukunft unseres Landes entscheiden und über die nächsten 4 Jahre. Das ist unsere Macht. Und wenn wir unsere Stimme nutzen, wenn wir unseren Wahlzettel nutzen, dann werden wir nicht zulassen, dass unsere Demokratie untergraben ist. So untergraben wird, so wie Donald Trump das gemacht hat letzte Woche, als er vor 27 Millionen Menschen ganz offen versuchte, diese Wahl zu hintertreiben und die Stimmabgabe zu unterdrücken. Joe Biden hingegen sagte, gebt einfach nur eure Stimme ab. Und das wiederhole ich jetzt, gebt eure Stimme ab. Herr Vizepräsident Pence, Präsident Trump meinte mehrmals, dass er möglicherweise nicht für einen friedlichen Machtübergang eintritt, für einen friedlichen Machtwechsel. Also, wenn Biden gewählt würde, beziehungsweise wenn Trump gewählt würde, was würden Sie machen, wenn Biden gewählt würde? Nun, es wird nicht passieren, dass Biden gewählt wird, weil wir die Wahlen gewinnen werden. Joe Biden ist ja schon 47 Jahre lang Teil des Washingtoner Establishments gewesen. Präsident Trump hat aber eine Volksbewegung auf die Beine gestellt. Viele, viele Amerikaner aus unterschiedlichen Bereichen sind Teil dieser Bewegung. Es gab einen historischen Sieg 2016 und dieser Sieg wird sich wiederholen. Man sehe sich die Bilanz an. Wir haben die Wirtschaft angekurbelt, durch Steuersenkungen, durch Deregulierung. Wir sind für fairen Handel, Nutzung des Energiepotenzials, konservative Richter und auch Militärreformen. Und wir treten ein für die Polizei. Und diese Bewegung wird 4 Jahre lang so weitergehen, wie sie bislang vonstatten ging. Frau Senatorin, die letzten 3,5 Jahre haben Sie versucht, das Wahlergebnis des letzten Mals zu bezweifeln oder in Frage zu ziehen. Das FBI spionierte zum Beispiel Präsident Trump und meine Kampagne. Da wurden Dokumente herausgebracht, wonach die CIA da eingeschaltet war und hier auch Anschuldigungen der Kampagne Hillary Clinton sozusagen ins Treffen führte. Also 3 Jahre lang haben sie das Land in Geiselhaft genommen und erst jetzt wissen wir, dass es da keine Machenschaften gab. Senatorin Harris, Sie und Ihre Kollegen haben da versucht, ein Impeachment nur wegen eines Telefonats in Gang zu setzen. Hillary Clinton meinte an die Adresse von Joe Biden, dass er eine Wahlniederlage nicht annehmen dürfe. Präsident Trump und ich werden das alles zu verhindern wissen. Joe Biden und Kamala Harris werden die Spielregeln einfach nicht verändern können. Natürlich gibt es da die Möglichkeit des Wahlbetrugs durch die Briefwahl. Wir treten ein für freie und faire Wahlen und ich bin überzeugt davon, dass Präsident Trump 4 weitere Jahre lang gewählt wird. Wissen Sie, ich habe alle Fragen aufgeschrieben für heute, aber jetzt möchte ich eine Frage verlesen, die jemand anderer verfasst hat. Wenn Sie Studenten, und das stammt aus einer Studentenfrage, Reclaim Brown, sie ist 14 Jahre alt in einer Schule in Springfield und sie schrieb Folgendes:
Als ich mir die Nachrichten angesehen habe, bemerkte ich, dass es nur Streitereien gibt zwischen Demokraten und Republikanern. In den Nachrichten sehe ich nur zwei Kandidaten aus zwei Parteien, die versuchen, einander zu demolieren. Wenn unsere Führer nicht miteinander auskommen können, wie sollen dann die Bürger miteinander auskommen? Ihr Vorbild könnte hier einen großen Unterschied machen. Bitte reagieren Sie darauf. Vizepräsident Pence. Das ist eine wunderbare Frage, Brooklyn. Tolle Frage, die du da gestellt hast. Und danke, dass du dich so sehr für die Politik interessierst. Als ich sehr jung war, interessierte ich mich schon für die Nachrichten, für die Medien. In Amerika glauben wir an einen freien und offenen Meinungsaustausch. Und das feiern wir, das anerkennen wir. So haben wir das freieste und wohlhabendste Land in der Geschichte der Welt geschaffen. Was ist meine Botschaft? Man sollte nicht annehmen, dass das, was man im Fernsehen sieht, das gleiche ist wie die amerikanische Realität. Ruth Bader Ginsburg, die verstorbene Höchstrichterin, und Antonin Scalia könnte man durchaus in Verbindung bringen. Sie hatten im amerikanischen Höchstgericht ganz unterschiedliche Ansichten, ein sehr konservativer und eine sehr liberale Richterin. Sie beide und ihre Familien sind jetzt zu Freunden geworden. Hier in Amerika haben wir unterschiedliche Meinungen. Also wir haben wirklich ganz, ganz widersprüchliche Ansichten, so wie auch heute Abend. Aber wenn dann die Diskussion vorbei ist, kommen wir zusammen, vereinen uns als Amerikaner. Das machen die Amerikaner in großen Städten, in kleinen Städten und auf dem Lande. Also, ich lade Sie dazu ein, Ihre Stimme abzugeben. Wir werden jeden Tag dafür sorgen, dass die Regierung ebenso positiv ist wie das amerikanische Volk. Wir lieben Diskussionen, aber letzten Endes stehen wir füreinander ein, in Zeiten der Krise zum Beispiel. Das haben wir natürlich jetzt gerade im Zuge der Schwierigkeiten gelernt. Was würden Sie, Caitlin, sagen? Erstens, ich freue mich immer, wenn ich von jungen Menschen höre. Und wenn ich diesen Worten zuhöre, dann weiß ich, dass wir eine tolle Zukunft haben werden. Das ist ein Zeichen, dass wir es mit einer zukünftigen Führungspersönlichkeit zu tun haben. Und jetzt komme ich zu Joe Biden. Ein Grund, warum Joe Biden sich um die Präsidentschaft beworben hat, ist die Situation nach Charlottesville. Er war so besorgt und so beunruhigt darüber, wie wir alle, dass es so viel Hass und Spaltung im Land gibt. Joe Biden hat erlebt, dass in den letzten 4 Jahren genau das passiert ist, was Brecklin sagte. Er hat das erlebt. Er hat aber auch eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit politischen Gegnern. Und genau das werden wir tun. Joe Biden hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich für die Würde der Menschen einsetzt. Sie kennen doch die Geschichte von Joe. Er hat am eigenen Leib viel Leid erdulden müssen, aber auch viel Liebe. Ich glaube, genauso wie Brecklin, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben, weil Sie die Führung haben werden, weil wir für jeden einzelnen Bürger kämpfen, dass er oder sie seine Stimme abgeben kann. Wir werden dann auch Ihre Stimme brauchen, um die Zukunft unseres Landes zu entscheiden und die Regierung zu entscheiden. Danke, Senatorin Harris. Danke, Vizepräsident Pence. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Wir möchten auch der Universität von Utah danken für die Gastfreundschaft und vor allem allen Amerikanern, die diese Debatte heute gesehen haben. Wir möchten auch Präsident Trump und der First Lady schnelle Genesung wünschen, sowie all jenen, die jetzt gegen Covid kämpfen. Am 15. Oktober werden wir die nächste Debatte in Miami haben. Ich hoffe, Sie werden dabei sein. Einen angenehmen Abend noch.